Hallo und willkommen. Heute geht es um diese Uhr, die ich mit einem Vakuumfluoreszenzdisplay gebaut habe. Das ist übrigens genau das gleiche Display, das ihr aus meinem Intro kennt. Das Hirn dieser Uhr ist aus dem Arduino Uno bekannt, nämlich der Atmega 328P Mikrocontroller. Ich zeige euch, wie ich so ein Projekt plane, das heißt von der Idee über das Schaltungsdesign, Programmierung und letztlich auch die Gehäusebearbeitung. Wenn ihr auch über so ein Projekt mit diesen tollen VF-Displays nachdenkt, dann könnt ihr euch meine Platine und den Beispielcode für die Display-Ansteuerung in der Videobeschreibung runterladen. Also, los geht's! Da ich neben dem omnipräsenten Handy auch gern eine echte Uhr nutze, die eine Alarmfunktion besitzt, was läge da näher, als direkt eine selbst zu entwickeln? So kann ich sie auf meine Bedürfnisse anpassen. Soll heißen, die Uhr sollte zwingend über eine definierte Zeit die Helligkeit reduzieren können oder das Display zum Beispiel in der Nacht ganz abschalten. Neben Datum und Temperaturanzeigen soll sie auch als serieller Monitor nutzbar sein. Das heißt, ich kann die Uhr zum Beispiel mit dem Computer oder einem anderen Gerät verbinden und von dem Uhrmodus auf den seriellen Anzeigemodus wechseln. Das ermöglicht mir, die Uhr für viele andere Dinge zu verwenden, bei denen Text oder Zahlen angezeigt werden sollen. Das einfachste Beispiel ist dieser Lauftext. Ich kann natürlich auch fließend zurück in den Uhrmodus wechseln. Das erlaubt mir zum Beispiel Textnachrichten einzublenden. Das Ganze ist über Kommandos steuerbar, die über I2C oder die eben angesprochene serielle Schnittstelle empfangen werden. Was die Versorgungsspannung angeht, soll alles mit 5 Volt via USB versorgt werden. Gehen wir nun aber erst einmal in der Zeit zurück, damit ich euch meine Planung bzw. den Aufbau zeigen kann. Nachdem ich nun also weiß, was die Uhr können muss, geht es an die Planung. Ich schaue natürlich als erstes ins Internet und werde direkt bei meinem Display fündig. VFDs kann man nicht so leicht ansteuern, da sie im Prinzip Trioden sind und unterschiedliche Spannungen voraussetzen. Dabei ist die Anodenspannung zumeist um ein Vielfaches höher als die Steuerspannung. Für das Filament brauche ich also erst einmal die 3,5 Volt Wechselspannung und ca. 37 Volt für die Anodenspannung. Beides generiere ich aus meiner 5 Volt Quellspannung. Es gibt unzählige Methoden, um aus 5 Volt eine höhere Spannung zu generieren. Ich nutze hierzu gern den guten alten NE555 als A-stabilen Multivibrator. In diversen Foren liest man gern einmal, dass es bessere und vor allem modernere Alternativen zum NE555 gäbe. Auch wenn das natürlich stimmt, so kosten diese ICs deutlich mehr Geld und sind vielleicht schon im nächsten Jahr obsolet. Der NE555 wird hingegen seit vielen Dekaden immer noch hergestellt. Die Filamentspannung erzeuge ich mit einem NAND-Gatter entsprechend dieser Schaltung von Kurt Schuster. Von dort stammt übrigens auch die Basis der Ansteuerung und somit die Grundlage für diese Uhr. Die Display-Spannungsgenerierung ist also geklärt. Jetzt benötige ich noch einen Mikrocontroller, der via SPI mit dem VFD kommuniziert. Hierfür ist der Atmega 328P absolut ausreichend und es existiert bereits ein Treiber, den ich als Ausgangsbasis nutzen werde. Das heißt, ich kann die Platine mit Mikrocontroller schon fertigen. Bis die hier eintrifft, geht es derweil ans Programmieren. Die Prototypen teste ich ganz gerne auf dem Breadboard hier. Das ist gerade beim Programmieren und Ausprobieren sehr bequem. Mittlerweile, nach ungefähr einer Woche, kamen auch die Platinen bei mir an. Jetzt geht's ans Bestücken und Löten. Hier teste ich gerade die Anodenspannung, die ich vorher mit dem Trimpotentiometer eingestellt habe. Die rund 37 Volt sind laut Datenblatt in Ordnung. Da jetzt auch die Abmessungen der Platine feststehen, wähle ich ein passendes Gehäuse und überlege mir, wo, wie und was gebohrt und gefräst werden muss. Zum Fräsen des Display-Ausschnittes verwende ich meine Proxon MF70 Mikrofräse. Die reicht gerade so für diese Gehäuseabmessungen. Um den Kontrast des Displays zu erhöhen, säge ich nun mit meiner kleinen Tischkreissäge Plexiglas für die Front zurecht.
Die Füße für die Uhr müssen natürlich auch noch gefräst werden. Dafür verwende ich dieses Stück Aluminium. Das muss ich jetzt erstmal trennen. Für die Optik habe ich mich hier für ein schlichtes Grau mit Klarlackfinish entschieden. Hier noch wichtige Tipps für das Besprühen von Aluminium. Verwendet stets zwei Komponentenlacke, die haben einen Härter in der Dose, den ihr kurz vor Gebrauch aktiviert. Mit günstigen Baumarkt-Spraydosen habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht, da es sich bei denen zumeist um einfache Einkomponentenlacke handelt, die für Nicht-Eisenmetalle absolut unbrauchbar sind. Natürlich sollte das Werkstück vorher auch angeschliffen und entfettet werden. Das mache ich hier mit Aceton. Für die Beschriftung verwende ich das Programm Inkscape und drucke sie mit meinem Laserdrucker auf sogenannte Wasserschiebefolien aus. Einige kennen das vielleicht aus dem Modellbau. Hier gehe ich nur kurz mit 2-3 Zügen Klarlack rüber, das fixiert den Toner besser. Nach dem Trocknen geht's nun ins Wasser und ich kann die Beschriftung auf das Gehäuse bringen. Damit das Ganze auch kratzfest ist, noch einmal mit Klarlack drüber, das Gehäuse zusammenbauen und schon ist die Uhr fertig. Zum Schluss teste ich jetzt noch einmal den Temperatursensor. Ja, das sieht gut aus. Und der eingestellte Alarm sollte auch gleich losgehen. Okay, das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Falls es Fragen gibt, ab in die Kommentare damit und danke fürs Zuschauen.